Floll. Yay, mittwochs zu Tisch. Hallo Gartenbau-Freunde, herzlich willkommen zurück zu Floll mittwochs zu Tisch, dem Format, bei dem ich mittwochs an meinem Küchentisch sitze, wie ihr sehen könnt, und mit euch über Themen rede. In diesem Video rede ich mit euch über die edelste Nuss und auch die teuerste Nuss in diesem Format jetzt. Was ganz, ganz außergewöhnlich ist, ich kläre in diesem Video mit euch, warum das eigentlich so teuer ist und was eigentlich daran so besonders ist. Wir reden in diesem Video, wie der Titel vermuten lässt, über Pinienkerne. Im Prinzip sind Pinienkerne der Samen von Pinienpflanzen, von Kiefern. Und man muss im Prinzip vorab wissen, dass die Kerne aller Pinienarten essbar sind und das eigentlich gar nichts so Besonderes ist. Im Italienischen heißen sie übrigens Pinoli und im Österreichischen Pignolie. Was eigentlich irgendwie ganz lustig ist, was auf jeden Fall auf den Namen Pinie zurückgeht. Oder im Lateinischen Pinus. Und da sind wir schon beim Thema. Ursprünglich wurden Pinienkerne ausschließlich von der Mittelmeerkiefer gewonnen, botanisch Pinus pinea. Heutzutage ist aber auch die koreanische Kiefer dazugekommen, wo es auch geerntet wird. Das ist botanisch Pinus koreaensis. Und noch ein paar andere, aber diese zwei Dinge werden vor allem halt beerntet. Übrigens sind Kiefern, Pinien, Zirbel, Zirbe, Föhre, Latsche, Dählen, alles Synonyme für dieselbe Gattung an Pflanzen. Die Mittelmeerkiefer ist ein ganz schöner Baum, ganz typisch für den Mittelmeerraum. Diese trichterförmigen Wuchs wird relativ groß, 25 bis 30 Meter, wird auch sehr alt, bis zu 250 Jahre alt. Und der Grund, warum Kiefern bzw. Pinienkerne so teuer ist, ist zum einen, dass ein Kiefer im Anbau erst nach 20 Jahren Früchte trägt, also Kiefernzapfen trägt. Und zum anderen, diese Kiefernzapfen von den sogenannten, ich muss das ablesen, Pinieros geerntet werden, beziehungsweise händisch geerntet werden. Die klettern da hoch, ist saugefährlich, ist auch sehr harzig, weil Pinien haben sehr viel Harz. Und klettern da hoch und pflücken die wohl mit so einem Stock, schlagen die mit dem Stock runter. Dann werden die Pinienzapfen noch getrocknet über den Sommer. Die Erntezeit ist so von Oktober bis April. Und dann den ganzen Sommer werden die Pinienkerne noch und Pinienzapfen getrocknet. Und dann wird es halt maschinell, zum Glück maschinell, aufbereitet und dann halt eben alles drumherum entfernt und dann auch noch die Samenhülle entfernt und dann ist es im Prinzip fertig. Und ich glaube, ich habe für diese 50 Gramm bei Lidl, wo ich halt gerne einkaufe, über 3 Euro bezahlt, was viel ist. Und es ist jetzt auch keine große Menge, wo ich halt wirklich kochen kann. Pinienkerne werden vor allem für Pesto verwendet, für dieses grüne Pesto mit Basilikum und Olivenöl und ein bisschen Parmesan. Aber auch ganz viel in der türkischen und arabischen Küche, in so Reisgerichten wird es ganz gerne verwendet. Aber auch einfach so zum Backen, als zu Keksen und zu Kuchen, könnte man es aber auch ganz gut in so ein Brot reinmischen. Noch ein Grund, warum Pinienkerne tatsächlich sehr teuer sind, ist, weil sie sehr viel Fett beinhalten. Ich kann drauf schauen, das sind in der Regel so 50 bis 60% Fett und deswegen werden sie relativ schnell ranzig. Und wie ich es immer gemacht habe in den Videos, ich probiere einfach. Pinienkern ist unglaublich klein, ist sehr sehr glatt und ist auch so leicht ölig, obwohl die nicht geröstet sind, wie die Packung vermuten lässt, komplett naturbelassen. Und ich bämse mir einfach welche rein. Ganz weich, ganz buttrig, muss man sagen. Fantastisches Mundgefühl. Sehr, sehr weich, sehr
buttig und es kommt so ein bisschen so eine Note an Kiefernharz durch. Es ist süßlich, es ist aromatisch und ein bisschen herb im Abgang. Was euch noch gesagt sein soll, wenn ihr Kiefern, Pinienkerne röstet, dann macht es in einer trockenen Pfanne bei maximal mittlerer Hitze ganz langsam, ganz schonend rösten, damit da keine große Hitze entsteht und euch die Dinger verbrennen, weil wenn die euch verbrennen, dann werden die relativ herb und auch sehr bitter, finde ich immer. Deswegen achtet drauf, ist ein teures Gut, 3 Euro irgendwas kostet die Packung, und wenn ihr das verbrennt, dann habt ihr halt sehr viel Geld und Mühen und Kosten und Leid und so verschwendet. Ist so. Okay, und das war mein Video zu Pinienkerne, der teuersten Nuss, die es glaube ich gibt, wenn man Nuss dazu sagen kann. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Jo. Nächste Woche geht's mit, ihr müsst überlegen, Pistazien weiter, oder? Ich glaube schon. Nee. Geht's mit Pistazien weiter? Ich weiß es nicht. Oder geht's mit... Ich weiß es doch nicht. Ich gehe jetzt, Leute. Macht es gut. Wir sehen uns. Ciao.